Dieses von oben herab. Das sind alles Faulpelze. Wie kann sowas passieren hier in diesem Land? Alkoholiker oder drogensüchtig. Meistens sind ja alle selbst schuld. Ne? Kommt uns bekannt vor, dieses Vorurteil. Das sind die Standards. Ja. Fang mal an. Wie war euer Alltag, als ihr obdachlos wart? Ja, mein Alltag war bestimmt vom Geldmachen für Drogen. Wo kriege ich vielleicht mal einen Schluck zu trinken her? Wo kriege ich vielleicht mal irgendwo ein Frühstück? Das war mitunter richtig eine Aufgabe. Ich habe geklaut, ich habe gebettelt, ich habe Straßenmusik gemacht, ich habe mich auch prostituiert in jungen Jahren. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, habe ein paar Packtaschen dabei gehabt und schon versucht, mich halbwegs normal bürgerlich zu kleiden, dass man möglichst ja nicht auffällt als ungepflegter Mensch. Also für mich hat sich eigentlich nicht viel daran geändert, weil ich immer noch arbeiten gegangen bin. Ja, wir hatten zwar keine Wohnung, aber es war nicht so, dass wir auf der Straße gesessen haben. Ne? In Deutschland muss doch keiner obdachlos sein. Also das ist die gleiche Frage, wie Sie früher gesagt haben, hier muss auch keiner arbeitslos sein. Wenn man erstmal abgerutscht ist ein Stück, ist es auch unheimlich schwer, da wieder rauszufinden. Die Wohnung muss bezahlbar sein, auch für den Normalverdiener. Klar stehen auf dem Land Sachen leer, aber da findet man dann auch keine Arbeit. Und da stellt sich dann letztendlich auch die Frage, muss man mit Wohnungen in Städten endlos Geld verdienen können? Warum seid ihr obdachlos geworden? Das sind viele Geschichten, ne? Kann das sein? Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe eigentlich alles vorher gehabt. Also ich bin eigentlich obdachlos geworden, weil ich irgendwie Blödsinn gemacht habe und meine Miete nicht bezahlt habe. Allerdings habe ich auch schon recht früh angefangen, Drogen zu gebrauchen. Ein misslungener Versuch gewesen, mich selbstständig zu machen. Dann sind Mietschulden aufgelaufen, immer weiter und dann stand irgendwann die Zwangsräumung an. Jeder kann heute irgendwie in das Schicksal reingeraten, die Arbeit zu verlieren, den Partner zu verlieren, krank zu werden. Ja, und schon ist man nahe dran. Wenn man Obdachlosen Geld gibt, kaufen sie sich davon eh nur Drogen. Ha, ha, ha. Ja, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass ich das Geld nie für Drogen ausgegeben habe. Also ich glaube, die wenigsten Leute kaufen sich da tatsächlich Drogen von. Man darf nicht vergessen, dass Wohnungslose und Obdachlose mit Menschen, die sesshaft sind, eines gemeinsam haben. Die haben nicht nur zwischendrin Durst, sie haben zwischendrin auch mal Hunger. Nicht jeder Obdachlose nimmt Drogen. Die Drogen nehmen, und das war auch ich, natürlich habe ich von dem Geld auch Drogen gekauft, weil ich diese Drogen brauchte zum Leben. Und wenn einem es nicht gefällt, dem Betreffenden oder der Betreffenden Geld zu geben, besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, sie zum Beispiel zu einem Kaffee oder zu einem Essen einzuladen. Betteln ist einfacher als arbeiten. Oh nee. Also dazu kann ich eigentlich nichts sagen, weil ich nicht gebettelt habe. Betteln selbst habe ich aus eigener Erfahrung nicht erlebt. Also ich habe es nicht mal versucht, weil ja, war irgendwie eine Hemmschwelle. Leute anzusprechen, um Hilfe zu bitten, Leute, die man nicht kennt, weil man kriegt so viel Negatives entgegen. Natürlich, vom Aufwand her ist Betteln einfacher als Arbeiten. Aber Arbeiten ist immer noch schöner und effektiver als Betteln. Würde ich mal jedem empfehlen, einfach mal den Test zu machen. Ich gehe jetzt mal auf die Straße und bettel. Dann wird man sehen, wie hart das ist. Was ist die größte Herausforderung beim Leben ohne Wohnung? Dass ich eigentlich nachts nicht weiß, wenn ich Pech habe, wo ich die Nacht verbringen kann. Ja, letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Suche nach einer neuen Wohnung die größte Herausforderung eigentlich ist. Bei mir jedenfalls. Das hat schon relativ lange gedauert, fast 7 Jahre jetzt. Dass ich mir überlegen muss, in meinem Umfeld, wem erzähle ich davon, dass ich keine Wohnung habe? Weil ich nicht weiß, wie mein Umfeld damit umgeht. Es vor jedem geheim zu halten und keinem anmerken lassen, wie schlecht es mir vielleicht innerlich geht. Ja, die größte Herausforderung ist, trotz allem den Kopf oben zu behalten, sich selbst würdig zu finden und tatsächlich auch selbstbewusst zu bleiben. Das gelingt oft nicht. Das Leben auf der Straße zusammengefasst in einem Wort. Darf ich auch 4 Worte nehmen? Hart. Im Winter knallhart. Ein Wort, ich nehme 2. Wahnsinnig anstrengend. Man kann es mit einem Wort auch nehmen. Menschenunwürdig. Vielleicht noch ein Wort. Verzehrend. Ein Wort. Da ist keiner mehr. Ihr hättet den Leuten aus dem Video gerne noch ein bisschen länger zugehört.
Ist doch gar kein Problem. Hört einfach den neuen Dummgefragt-Podcast, moderiert von mir, Fritz Schäfer. Da haben wir eine Dreiviertelstunde Zeit, weitere dumme Fragen zu stellen.